The thing that made me iconic is the thing that's poisoning me now. How to progress without hating the things you've done is, wow, that's a big challenge. All while going through like self-discovery, it's a big challenge to progress past your current situation in a positive way is really hard. So I don't ever want to blame porn. I don't ever want to talk badly about it. Ja, hier sehen wir das etwas zusammenhanglose Gestammel einer ehemaligen Darstellerin in Erwachsenenfilmen, die sich darüber beschwert, dass sie nicht die allerbesten Reaktionen aus ihrem Umfeld bekommt in Bezug auf ihre Historie. Sie hat uns gerade erzählt, dass ihr Job, der einst eine Ikone aus ihr gemacht hat, ihr jetzt sozusagen ein bisschen auf die Füße fällt, aber sie dennoch zum Schluss kommt, dass sie das, was sie tat, unter keinen Umständen verdammen will. Und warum zeige ich dir das jetzt hier überhaupt? Na, nicht mal nur, weil ich für diese Industrie und deren Protagonisten wenig übrig habe, das auch, aber hauptsächlich, weil die Ladies hier und ja, noch meine Einschätzung, die allermeisten Frauen, geradezu Meister darin sind, keine Verantwortung zu übernehmen. Hören wir uns mal die nächste an. Ich hatte ein Kind, das wollte in die Pussy, ein 18-Jähriger, of course. You would support them getting into it, correct? So, ich nehme mal an, das ist hier auf irgendeiner Messe oder sowas und der Reporter stellt ihr die Frage, ob die Schauspielerin, wenn sie Kinder hätte, diese dabei unterstützen würde, in die Industrie einzusteigen. Ist natürlich ein Stück weit eine vorverurteilende Frage, aber dennoch legitim, wie ich finde. Yeah, you know, you ask the most like basic, arrogant, disgusting questions. No, like I just need to let you know, like you're a little prick, and you're lucky that I've even sat here this long and entertained this conversation. Sie geht erstmal gleich so richtig in die Vollen, startet mit Beleidigungen und beschwert sich drüber, dass er es wagt, überhaupt eine solche Frage zu stellen. But yeah, I don't care, as long as they're happy. Immerhin bekommt er auch eine Antwort, nämlich ja, das würde ihr nichts ausmachen. Hauptsache, die Kinder sind glücklich. But you ask all the basic, like, just so, like, just so small-minded. Like, you're just very disappointing. I really thought that you would have something interesting to ask me, but you just ask the same questions I've been asked countless of times before. And I really thank you for your time. Thank you so much for interviewing me. But, yeah, have a nice day. Can you give us an example of a good question? Oh, sie hält ihn also für engstirnig und enttäuschend, weil er sich erdreistet hat, Fragen zu stellen, die man ihr dauernd stellt. Und sie sich halt interessantere Fragen, so meint sie, gewünscht hätte. Daraufhin bittet der Reporter sie nun um ein Beispiel für eine solche Frage. What do you think the meaning of life is? Was der Sinn des Lebens ist, wollte sie gefragt werden. Wow, das Erste, was du von einer Darstellerin für Schmutzfilme erfragen würdest, soll also eine philosophische Frage sein. So, ich kann dir nur eins sagen, nämlich, dass diese Industrie nicht die Bedeutung des Lebens ist, also so viel weiß ich. Ja, hier haben wir noch eine Ex-Darstellerin, die mit den Stigmata nach der Karriere zu leben hat und jetzt hier ein ordentliches Fass an Selbstmitleid und Vorwürfen an die Gesellschaft aufmacht. Sie erzählt uns, dass sie keine Freunde findet, niemand was mit ihr zu tun haben will, nachdem man über ihre Historie erfährt. I came from the adult industry, but then I transitioned into the mainstream industry, but I encountered a lot of issues with my transition and people not accepting me into the mainstream world. So I have really gotten to the point where there are days to weeks at a time where I don't leave my house because I don't feel like facing the world of what has been created out there for me. I get so disappointed when I go out and I meet a new friend and then it turns out they don't want to be my friend anymore. Or I go out and, you know, I don't know, I just hear things and or witness things. It's really easier for me just to stay inside my house and not put myself out there for hurt. Und oh, schon sind wir mittendrin im Jammertal und dem völligen Unverständnis darüber, dass Menschen natürlich prinzipiell oberflächlich sind und auch naturgemäß eine Aversion gegen diese Industrie haben, weil eben die meisten instinktiv wissen, dass diese schädlich für die Gesellschaft sein muss,
schädlich für den Einzelnen und schädlich als Ganzes, sobald es nämlich legitimiert wird. That I gave up between $30,000 and $60,000 a month, and I could go back to porn today and still make that. I could go back to porn and make $20,000 just in 1 week to if I wanted to this week, and I don't, because that's how much I don't want my photos on the internet. Alle Achtung, sie könnte also sofort wieder zurückgehen und 20,000-30,000 die Woche machen, aber sie tut es nicht, weil sie ihre Bilder nicht im Netz sehen will. Wow, das ändert jetzt natürlich alles. Ich würde vorschlagen, geh zurück, dort hast du dann nämlich zumindest gewährleistet, dass dich die Leute jeden Tag belügen, sie würden dich wertschätzen, könntest so der realen Welt also wunderbar aus dem Weg gehen. People treat me as if I am a pedophile. They don't treat me like an ex-worker. They treat me like I would somehow be damaging to children. Nee, du bist natürlich nicht schädlich für Kinder. Absolut kein Problem, wenn jedes Kind mit zwei Mausklicks die verkommensten Bilder auf den Bildschirm bekommt, dadurch abstumpft und im schlimmsten Fall nichts mehr mit normalen Frauen oder Beziehungen zu tun haben will. A simple question, like, how would you like to be treated? Oh my gosh, I've never thought about that. Ups, die Frage hätte er nicht stellen dürfen. Jetzt bricht nämlich gleich ein riesiger Sturm an Krokodilstränen und Opferolympiade los, die wir uns hier einfach mal sparen, denn es wurde eigentlich nur das fortgesetzt, was Usus zu sein scheint, nämlich alle anderen sind schuld, böse und intolerant. Ich brauche für überhaupt rein gar nichts die Verantwortung übernehmen und ich bin hier Opfer, weil ich Hunderttausende von Euros gemacht habe auf Kosten einer sittlichen Gesellschaft. Okay, einen Rausschmeißer von ihr gönnen wir uns noch. I definitely think that it's time for people to respect workers and respect women in all in total. Absolutely. Wenn du meinst. Ja, eine letzte Perle haben wir noch. I don't even want to have children because I do porn because I'm worried of the way that people will treat my child. Sie will also keine Kinder in die Welt setzen. Endlich mal gute und vernünftige Ansichten, die ich unterstütze. With me personally, my mom was supportive in the beginning. She kind of just let me do whatever, but I think it was a good thing. I had a lot of freedom. Oh ja, die gute alte heilige persönliche Freiheit. Die ist wirklich das höchste Gut, das wir verteidigen müssen, oder? As time progressed and I became successful, I started to feel like my mom was using me so that she could live a more luxurious lifestyle. Mutti hat dich also ausgenutzt, damit sie mehr Luxus im Leben hat. Klingt wirklich nach einer Vorzeigemama, die du da hast. And so it sucks. I don't have a mom anymore. I don't talk to her. I miss having a mom. I feel like you can't rewind and you can't go back. I don't have that relationship with her anymore. I don't ever think I will. And that bums me out. Ja, das Mama-Tochter-Verhältnis ist also nicht mehr und darüber ist sie jetzt traurig. Wie sieht's aber mit dem Verhältnis zu ihrem Papa aus? I talked to my dad and he struggles with my job being in the industry. He's also religious. Recently I wanted to go visit him and he said that I can't go visit because his wife, my stepmom, doesn't want me there. So, Vati, der sich, wie es ausschaut, schon vor langem von Mutti getrennt hat, noch eine gute Nachricht also, der findet es auch nicht so prickelnd, was sie tut und seine neue Partnerin will sie naturgemäß nicht mal im Haus haben. But then he told me that when I was like, can we like go get coffee and like we go like get breakfast and he's like, I don't want to be seen in public with you. Jetzt wollte sie also auf einen Café mit ihrem Dad gehen und dieser lehnte dann dankend ab, da er mit ihr nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden will. Absolut nachvollziehbar, vernünftig und logisch. Und der einzige, mit dem ich hier Mitgefühl habe, ist der Papa. And that just hurt so bad. I lost my family. I don't talk to like my brothers or sisters. I think that they all kind of like try to take advantage of me and stuff, or they're just like my dad don't want to be around me. Ja, Missy hat also ihre ganze Familie verloren. Keiner will etwas mit ihr zu tun haben oder eben sie wird von ihnen nur ausgenutzt, meint sie. Beschwert sich allen Ernstes, dass andere sie ausnutzen. Was ja die ganze Essenz ihres Jobs ist. Okay, ich denke, wir belassen es dabei. Danke fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao.